So, meine Lieben, hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Horrorfield. Ich habe die letzten ein, zwei Tage leider keine Aufnahmen geschafft. Und ich finde, es wird mal wieder Zeit. Und deshalb fangen wir direkt mal an mit, ich glaube, wir fangen mal mit dem Überlebenden an. Und wir haben tatsächlich nur noch ein paar Energies gerade hier. Nichts anderes. Ja, mal gucken. Ich hoffe, die Aufnahme funktioniert. Ich hoffe, die Qualität, die Toneinstellung ist gut. Ein ganz klein bisschen hören muss ich ja. So, ich hoffe, ich krieg das so hin. Oh ja, genau. Das ist nämlich genau die Sache. So ohne, ohne den Ton da oben höre ich das natürlich nicht so ganz gut. Mal gucken, vielleicht rettet mich ja irgendjemand. Vielleicht ist ja jemand so gütig und befreit mich. Hilfe! Komm schon! Hilfe! Hilfe! Es ist immer sehr gut, hinterher die Leute zu beobachten. Ja, nett. Hoffentlich sterbt ihr jetzt alle. Dankeschön. So, dann schnell hier freimachen. So, das hat nicht ganz so gut funktioniert. Wir wechseln jetzt einfach mal zu dem Psychopathen rüber. Mal gucken, ob noch was da. Das nehme ich mit. So. Ich nehme den hier mit. Okay, ist ja relativ durchgemischt, finde ich immer ganz cool eigentlich. So,
wieder der Bunker, aber diesmal dürfen wir töten. Mal gucken, ob das klappt. Ich zerstöre jetzt einfach schon mal auf dem Weg ein paar, paar Türen. Das ist immer ganz gut eigentlich. Da schreit schon mal jemand. Und hat Angst. Mal schauen, ob ich jemanden fangen kann. Ich möchte euch alle töten. Der ist noch nicht. Ich frage mich manchmal, wo die sich halt alle verstecken hier. Wir haben jetzt gleich schon alle Generatoren repariert. Und ich habe noch nicht einen einzigen gesehen, noch nicht mal die Fußspuren. So. Wo versteckt ihr euch alle? Ja, okay, ich habe mich verlaufen. Das war eine ganz schlechte Runde. Die werden jetzt wahrscheinlich alle entkommen hier. Alle sind weg. Alle entkommen. Oh Mann. Ja, das war's dann auch schon wieder für heute. Nicht eine ganz so tolle Runde, also nicht für mich, aber wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.